Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Orakel-Video vom SummerSlam. Und zwar geht's da gegen AJ Styles gegen John Cena. Ein ziemlich gutes Match. Ich meine, AJ Styles, einer der besten Wrestler der Welt. Ich finde, das ist, also ich sehe ihn gerne zu. Also ich finde, AJ Styles, es macht schon Spaß, wenn man ihm zuguckt. John Cena, naja, ich meine, er hat halt irgendwie so einen Hype, gell? Deswegen lassen wir uns einfach überraschen, was kommt. Wobei ich nämlich denke, dass John Cena AJ Styles einfach so wegstecken wird. Vermute ich, befürchte ich. Ja. Sieht so aus, hätte AJ Styles irgendwie extremst derben Sonnenbrand, ne? Irgendwie. So, ich meine, das ist ja auch wieder ein runtergeladener Wrestler, weil ihn gibt es ja auch noch nicht in dem Rooster von 2K16. Aber am nächsten ist er dabei. Was ja, glaube ich, im November, glaube ich, rauskommt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Cena with a textbook counter. Yeah, you know, I know some people don't want to hear, but the truth is, Cena in rage mode. Technically sound. Oh, out of nowhere. Four. Then a ferocious blow. Well, we're on the move here. Five. Oh, wait, nice reversal. Back between the ropes. Why is he got his opponent and what's he going for here? I remember plenty of John Cena contests where John had no other choice than to start returning the favors from some opposing WWE superstars. Cena likes to play by the rules, but if an opponent is going to take things in a rule-breaking direction, ja, ich glaube, Cena will den Sack zumachen so langsam. Wisst ihr, wie ich es vorhin gesagt habe? Wenn ich zu irgendjemand sage, oh, jetzt kommt er, dann kommt immer der andere. Naja. Ich muss mit meinen Äußerungen, glaube ich, vorsichtig sein, ne? Wenn ich jetzt sage, oh, jetzt reißt John Cena wieder rum, dann kommt AJ Styles um die Ecke. Wenn ich jetzt sage, oh, AJ Styles reißt wieder rum das Ruder, dann kommt John Cena wieder und macht Rabatz. Ja, das ist zu früh. Ja, ich sag doch. Komm, mach was. Steh nicht so rum. Hallo? Kämpfe. Kämpfe. Na. Hm. Sharp or stabbing. This might be a case of all the above. I agree. Dull, achy, sharp, and stabbing. You know, when we talk about John Cena, there is no other performer that I can think of in WWE where there is just no middle ground when it comes to how the fans feel about him. I mean, it is either love him or hate him relationship between John Cena and all of these people in the stands. No, no, no. Was gibt denn das? Der wird doch jetzt nicht etwa Roman Reigns Dropkick machen? Doch, tatsächlich. Oh. Sehr laut Let's Go Cena rufen. Was war das? War das etwa ein kleiner Clinch? Whether it's positive or negative, the response Cena triggers in the stands is second to none in terms of sheer noise. And really, that's all a performer can strive for. To be a number one draw, John Cena has definitely achieved that. Cover here. Also ich finde das Match bis jetzt ganz gut. Wenn das jetzt hier morgen auch so gut wird, na dann. Boom.
Was hat jetzt vor? Es wird zwar der Tisch auseinandergelegt. No matter how impressive his accomplishments are or how many titles he racks up, there are those people out there who will just never get behind John Cena. Well, he's a polarizing figure, Michael, that's for sure. I've never there it is, the attitude adjustment. Oh, the dreaded AA. Das könnte jetzt so langsam das Ende gewesen sein. And that's why he's such a great athlete, such an important superstar. Get him back into the ring now. King, you can take a breath. Nicely executed. Much more of that, and he's not going to last long. Okay, King, we have two faces of their generations, two icons in their prime. John Cena and The Rock. Könnte jetzt das Ende gewesen sein für AJ Styles und somit heißt der Sieger wohl John Cena, hm? Naja, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wahrscheinlich doch nicht. Hallo? Diese typischen 2K-Bugs in jedem Wrestling-Game. Das gleiche. Here's the cover. These are great competitors, great tremendous gladiators here in WWE. Styles got it. Man, Styles might just win this one right here, Cole. You know another thing when you think, hey, this may very well be it. Oh, das war knapp. Das war jetzt haarscharf. Man, this has been a great matchup. You're right about that, Cole. A Matt classic. This is a level of destruction no one was expecting. I certainly didn't expect to see this kind of damage. You have to wonder what's going through these guys' minds in a match of this magnitude. I don't want to know what that feels like. Yeah, well, I've felt it before, and you're right, you don't want to know. This should do it right there. I think this is it. Genau so in etwa stelle ich mir das Match vor. Es wird ein ewiges Hin und Her geben. Oh, das war jetzt gut gekontert. Komm, jetzt. This one's not over yet. We've seen plenty of people come back from being in a lot worse shape. Some damage has been dished out, but certainly not enough. No. And he goes for the pin. There's the count. Two, three. Yo, das war's. Eigentlich weniger überraschend, aber der Sieger heißt John Cena. Und damit sind wir mal gespannt auf den Sonntag, ne? Wenn SummerSlam kommt. Mal gucken, ob das Orakel leicht behält, gell? Und bis dahin viel Spaß beim SummerSlam und viel Spaß bei einem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.